hier die verkürzte Zahnreihe, hier die Lücke von zwei Zähnen und wie wir es besprochen haben, am Anfang die Zähne ein bisschen dünner geschliffen. Der Techniker bastelt diese Brücke und die wird dann aufgesetzt und aufgeklebt, wir nennen es zementiert und dann ist die Zahnreihe wieder geschlossen. Die Alternative dazu sind die Implantate, dann muss man an den Nachbarzähnen gar nichts machen, dann macht der Techniker nach Abdruck zwei Kronen und setzt die, oder der Zahnarzt setzt sie dann auf die Implantate. Wenn wir diese verkürzte Zahnreihe behandeln wollen, dann ist die rausnehmbare Prothese das Einfachste, hier in diesem Fall mit Klammern. Das hat dann auch noch den Vorteil, dass man diese andere Lücke auch ganz elegant zumachen kann. Wer das nicht möchte, der kann sich hier Implantate machen lassen, zum Beispiel an dieser Stelle 3, und dann kommen da noch kommt wieder eine Brücke drauf. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man eine gemischte Brücke setzt, wenn man nur den fehlenden Pfeilerzahn ersetzt mit dem Implantat und die Brücke auf der anderen Seite auf eigene Zähne setzt. Hier ist ein Beispiel, das sind die eigenen Zähne, hier sind zwei Implantate reingekommen und die Brücke geht dann hier auf die Implantate und vorne auf die eigenen Zähne. Also es gibt immer eine Lösung. Und was für Sie individuell am besten ist, das besprechen Sie bitte mit Ihrem Zahnarzt, der kennt Ihr Gebiss am besten. Wenn alle Zähne in einem Kiefer fehlen, dann ist es nicht mehr so schön. Im Oberkiefer halten die Prothesen recht gut, im Unterkiefer ist zu viel Beweglichkeit da. Da kann es sein, dass es nicht gut hält, dann setzt man einfach noch zwei oder vier Implantate dazu. Hier ist ein Beispiel, das ist der Kiefer, der Zahnlose, hier sind zwei Implantate, so sehen die aus. Dieser Teil ist im Knochen, der Teil schaut raus, das ist so eine Art Druckknopf. Unter dem Zahn ist heimlich das Gegenteil, auf dem das einrastet und dann hält die Prothese ganz gut mit zwei oder mit vier Implantaten. Ganz wichtig, egal ob Sie Kronen, Brücken, Prothesen haben oder Implantate, es gibt immer das Risiko von Parodontose, das braucht alles sehr gute Pflege. Und jetzt noch zum Teil 2. Probleme außerhalb der Mundhöhle im Alter, orthopädische Probleme. Beim Orthopäden sitzen meistens die älteren Leute. Und egal was es ist, Sie können immer daran denken, dass der Biss nicht stimmt. Der Oberkiefer